Sind Sie schon auf Wikisana? Die größte Suchmaschine in der Ganzheitsmedizin? Dann empfehle ich Ihnen, suchen Sie die auf. Hallo, schön, dass Sie wieder da sind und herzlich willkommen zu unserem Format Der Sinn des Lebens. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast bei mir. Daryl Combs ist bei mir Medizinmann, er ist Traumaspezialist und internationaler Speaker. Und heute hören wir etwas von ihm, wie wir wieder besser in Harmonie mit der Erde kommen. Denn es ist einfach, ja, wir brauchen nur die Augen aufmachen und wir sehen allerorts, dass wir zumindest in den westlichen Ländern nicht mehr so wirklich in Harmonie mit der Erde sind. Und das hat Folgen für uns alle. Wir haben nur diesen einen Planeten. Im Moment können wir noch nicht umziehen woanders hin. Deswegen sollte es unser Augenmerk sein, in Harmonie mit unserer Erde zu sein. Und heute hören wir, wie das geht. Bleiben Sie bitte dran. Wir starten gleich ins Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Daryl. Schön, dass du wieder da bist. Danke, dass ich da sein darf. Es ist immer eine Freude. Ja, mir ist es ein großes Anliegen, unser heutiges Thema in Harmonie mit der Erde zu kommen, weil ich einfach, ja, wie schon öfter mal gesagt, auch das Gefühl habe, dass wir so weit weg sind von Natur und von der Mutter Erde, dass unser Fokus in den westlichen Nationen zumindest eher darauf liegt, Ressourcen auszubeuten, als die Erde zu schützen, damit wir noch möglichst lange und auch folgende Generationen etwas davon haben. Doch zunächst noch mal zu dir. Ich habe schon anfangs erwähnt, was deine Spezialgebiete sind. Du hast auch eine Doktorarbeit geschrieben über indigene Gesundheit und Traumapsychologie. Mhm. Und da spielt sicherlich auch die Harmonie mit der Erde eine große Rolle. Also dass man für Mensch und Tier wahrscheinlich auch, dass man verhilft, wieder mehr in Harmonie zu kommen mit der Erde. Ist das korrekt, meine Annahme? Das ist so, so wichtig. Heutzutage, wir spüren eine Leere in uns, sehr oft. Einen Hunger. Oft, wir fühlen uns getrennt. Genau. Voneinander, von der Welt. Das ist für mich, mit Covid, eine von den größten Problemen, was es gibt, ist diese Bewusstsein von Trennung. Und das wird gestärkt durch Medien sogar, durch die Haltungen, die wir haben, durch die Werten, die wir geerbt haben. Ja? Das sagt der Lone Cowboy, der Held, der macht alles allein. Ja? Mhm. Und diese Ich-Du. Sogar der Sprache gibt Werten auf diese Einstellung. Und wenn wir sehen, keiner von uns will, dass einfach unsere Erde zerstört wird oder auch, dass die Menschen untergehen. Das wollen wir nicht. Aber es ist wichtig dann zu tracken, was ist passiert in unserer Vergangenheit und wo wollen wir hin? Mhm. Und es ist zu spät, um einfach zu glauben, dass wir alle anpacken und einfach ein paar Verhalten verändern in unserem Konsumverhalten oder. Und dann das Leben wäre super und einfach das Leben wird wieder nachhaltig. Die Wurzeln dieser Probleme liegen viel, viel tiefer. Nämlich auch in dem, das sind Werten, die seit 400-500 Jahren alt oder halt mit der Römer eigentlich angefangen haben, der sagt, wir sind besser als. Mhm. Ja? Ich bin besser als du oder dich und das und ich bin anders. Das kam erst mit den Römern? In dem Fall von Trennung in eine mechanistische Weltanschauung auch, wo der Fokus gelegt wird auf Ratio und Teile, Cartonian und die Denkweisen, die danach kamen, eben von der Natur ist eher was Liebloses. Ja, es ist in Objekten, es wird objektifiziert. Und das liegt an einer Wurzel von dem Problem. Der Fokus auf ich, was kann ich und was will ich? Ja. Wird wie eine Krankheit, ja, der uns konsumiert von innen.
wir spüren diese Leere, diesen Hunger. Und ein Teil von dieser Leere in psychologische Begriffe von Ökopsychologie ist, dass wir eine ökologische Selbst haben. Wir haben einen Teil, der ist Natur. Ja, klar. Ja, das ja. macht Sinn, ja. oder? Und wir gehören zu einem größeren ökologischen Ökosystem. Vom indigenen Völker in den USA, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, ist es einbetoniert in der Sprache, der sagt, meine Verwandten, die stehenden Menschen, die Bäume, ja, die vierbeinigen Menschen, die Tiere, ja, die schwimmenden Menschen, die fliegenden Menschen und so weiter. So dass wir sehen, Verwandten, Großmutter, es wird so berufen auch. Hey Bruder, hey Schwester, hey Onkel, Tante. Ja, auch die Elemente, ne? Und die Elemente, die durch uns durchfließen. Also die werden ja auch Mutter Erde. Und, Großvater Feuer, Großmutter Feuer, die werden schon auch angesprochen. Ja? Mehrere Arten von Winde. Und es ist nicht nur einfach eine anthropomorphische Projektion auf die Natur, ja? wo ich sage, okay, jetzt projiziere ich alles einfach da. Mhm. Sondern das ist eine Art und Weise, um ein Gesicht zu geben, einen Namen zu geben, zu Kräften, die existieren, die uralt sind, Millionen, Billionen von Jahren alt sind. Und die sind in Harmonie. Die wissen, was Harmonie ist. Unsere Erde als kollektiven System, lebendiges System, weiß, was zu tun ist. Ja? So ist es unser Job, wieder im Einklang, beziehungsweise in einen neuen Einklang zu kommen, mit diesen Ursystemen. Mhm. Ja? So, diese Sehnsucht, die wir haben, oft ist es so, wir gehen im Wald und wir wollen so gerne diese Peak Experiences, diese Momente, wo wir spüren, diese Verschmelzung, diese Einssein, oder? Und die können wir haben, die dürfen wir haben, sogar jeden Tag. Ich kann mich erinnern, als ich klein war, ich habe in einem Wüstenpräriegebiet gewohnt. Und ich war allein in den Sanddünen. Die Sonne hat gescheint und der Wind war da, sonst nur Stille. Und in dieser Stille habe ich mich so verschmolzen mit dem Land, einfach mit 4 Jahre alt, ja, dass etwas Tiefes in mir, etwas Zeitloses erweckt war, erinnert war. Ja? Meine Präsenz war durchlässig. Dieses Land hat sich durch mich entfaltet. Ich war das Land. Ich gehörte zu dem Land. Ja? Und diese durchlässige Präsenz stärkt. Es ist nicht ein, jetzt muss ich mich unterdrücken, mein Ich, mein individuelles Ich, sondern ich gehöre in einen größeren Raum und es wird besungen, es wird belebt. Leben fließt durch das durch. Im Kontrast eben zu dieser Art und Weise zu gehen im Tunnelblick, wo wir so fokussiert sind auf nur unsere Gedanken, wir spüren und fühlen gar nichts um uns herum. Und dann dennoch, wir sind leer, wir sind hungrig, wir sind erschöpft, wir haben Krankheiten und. Ja? Disharmonie. So, Prinzipien bei der Cherokee, Muscogee Creek sind so, dass es Harmonie gibt und den Weg der Harmonie ist der spirituelle Weg. Es ist unser Ziel, wieder immer in Harmonie zu sein. In den großen Harmonie. Und durch das kommt ein Erwachen, von was ich sage, the big sleep. Wir sind in den großen Schlaf. Mhm. Ja? Und durch die Erwachen, durch den Einklang mit der Natur, dann kommen wir im Flow. Wir kommen mit den richtigen Ideen, diese unglaubliche Zeit für neue Ideen. Wir kommen da. So, wie macht man das? Genau. Wenn ich zuerst Anerkennung gebe, dass es ein Ökosystem gibt, dass es Natur gibt, ja, ich erinnere mich, ich vergesse das, weil wir leben in einer Box, oder?
es ist die Welt vom Boxen. Ich schlafe auf einem Box, ich lebe in einem Box, ich fahre in einem Box zur Arbeit, sitze in einem Box beim Arbeiten, komme wieder zurück, koche in einer Box und dann starre ich in einem Box wieder. Ja, ja, noch dazu. Stimmt. Ist ein Boxwelt und unsere Gedanken werden in dieser Boxen. Mhm. Und wir wenden werden durch das Ende von unserer Wahrnehmung. Wir vergessen, dass es eine Welt hier außerhalb dieser vier Wände gibt, wenn wir lang hier drin bleiben, oder? Es schränkt ein. Und so der erste Tipp ist zu spüren und fühlen, dass die Welt wirklich groß ist. Es ist nicht so klein wie in einem Box. Ja? Es fängt an mit der Verbindung zum Herz. Noch also gehe ich da am besten dann aber in die Natur, wenn ich das mache, logischerweise. Gerne. Nicht zu Hause auf der Couch. Das geht auch zu Hause auf der Couch. Ja. Aber gerne geh raus. Bei vielen fällt es ja erstmal schwer und ich glaube, es fällt leichter, wenn ich in der Natur bin. Wenn ich eben den Wind spüre auf meiner Haut, wenn ich die Erde spüre, auf der ich sitze oder den Stein oder und ich höre die Vögel, dann fällt es mir sicherlich leichter, mich da zu verbinden. Ich wollte nur eben der Zuschauer, der jetzt gerne ausprobieren möchte, da einfach einen Tipp geben. Unbedingt. Und da sieht man, okay, ich gehe nicht nur irgendwo in der Natur, sondern ich suche bestimmte Plätze in der Natur auf. So, es gibt Kraftplätze oder Plätze mit mehr Energie, mehr Spirit, wo es durchlässig ist in den Dimensionen. Es gibt Plätze, die mehr geschützt sind. Windschutz, Stille herrschen. Und ein paar Meter später ist es anders. Ja? So, es gibt verschiedene Qualitäten in dem Wald, in der Natur, in den Bergen. Und forsche, wie dein Körper reagiert, wenn du durch diese Plätze gehst. Wenn du stehst auf einem Platz. Wie gehst du? Wie reagiert der Körper? Du hörst auf diese Signale. So, jetzt kommt aber die Einstellung. Wenn ich durch den Wald gehe und ich gehe da als einfach Konsument. Ich bin da, weil ich bin in meinen eigenen Gedanken und ich möchte einfach eine gute Erfahrung haben. Ich konsumiere wieder. Ja, dann ich bleibe in die Schwingung, im Tempo von dem modernen Mind. Ja. Und in wirklich Einklang zu kommen mit der Natur, wir brauchen den Wildnis-Mind. Wir brauchen einen anderen Mind. Aha. So, wenn ich mit der Haltung durch den Wald gehe als Jäger, ja, dann habe ich ein ganz anderes Verhalten, habe eine ganz andere Präsenz und Energie. Ich schaue, wo gibt es Tierverhalten, wo gibt es Tiere, wo gibt es die nicht? Was für Spuren gibt es, Wildwechseln gibt es, ja, was für Druck gibt es, ja? Fressstellen und so. Ich sehe was ganz anders als Jäger, als wenn ich einfach einen Spaziergang mache im Wald. Mhm. Wenn ich als Heiler, Hüter der Erde durch den Wald gehe, habe ich eine ganz andere Haltung, sehe ich auch ganz anders. Selber Wald, aber hier komme ich und spüre ich dieses Gefühl, hier einen Haufen Ästen zu machen und Blätter und Laub, so dass hier ein kleiner Lebensraum entsteht für Kleintiere, Insekten und so weiter. Ja. Ja? Oder hier habe ich das Gefühl, als Hütte der Erde, na, hier gehe ich nicht rein. Ja? Ich frage, darf ich in diesen Wald rein? Und dann schaue ich, was für eine Response kommt. Das ist ein Dialog, ein Austausch. Und mein Körper sagt, nein, warte. Und dann gehe ich rumdrum. Und es kann sein, eben, dass Vögel drin sind, die gerade auf den Nesten sitzen und ich möchte die nicht stören. Aber ich komme als Hüter der Erde mit einer ganz anderen Haltung. Als Heiler der Erde. Ich darf was beitragen, ich bin Instrument, Vehikel für was Tieferes. Dann, ich komme mit diesem Blickwinkel, mit dieser Haltung. Jeder Schritt ist eine Segnung, jeder Schritt ist eine Hingabe zu einem größeren System. Ich lasse dieses Licht durch meine Hände fließen, ich lasse meine Präsenz etwas Gutes tun auch und nicht nur in mir, sondern durch mich und um mich herum. So, ich tracke Licht. Wo gibt es Licht? Wo gibt es Dunkelheit? Wo gibt es Plätze, die Heilung brauchen?
auf der Landschaft, Traumaplätzen, wo Trauma entstanden hat. Mhm. Ja? Was braucht den Platz und was braucht Heilung? Also ich halte eine Frage in mein Solarplexus und in mein Herz. Was braucht dieser Raum? Und dann, du wirst hingeführt zu einem Baum, der eventuell krank ist. Ja? Und durch dein Zeugesein, durch dein Witnessing, durch diese Berührung, durch den Kontakt entsteht eine Heilung, ein Heileffekt, ja? Prozess. So, die Haltung, die wir haben, macht alles aus. So, bevor man in den Wald geht, bevor man einfach durch die Haustür rausgeht, bleib kurz stehen, sag ein kleines Gebet. Ja? Zeig mir, was ich sehen soll. Mhm. Ja? Ich öffne mich in der Dankbarkeit für dieses System. Du gehst in den Wald mit einem Earthwalk, das heißt, im Weitwinkelvision, in dieser Eulenblick, du schaust das ganze Blickfeld an und du gehst in ein gleichmäßiges Tempo. Ja? Durch diesen gleichmäßigen Rhythmus und die Weitwinkelvision, du kommst in einen Aufwärtszustand oder tiefer. Durch das, in diese bewegende Meditation, die Gehirnhälften können sich besser synchronisieren. Mhm. Und dann, ich spüre und fühle die Elemente, eins nach dem anderen. Wasser, ich tracke Wasser, wo gibt es Wasser, wie fließt Wasser? Mhm. Ich spüre und sehe Wolken, das Nässe auf der Erde, die Grundwasserquellen, Wasser in der Luft, wenn ich einatme. Durch diesen Fokus auf Wassersystemen, ich komme im Einklang mit Wassersystemen. Ich bin Wasser. Ja? Ich wandle mich um in diese Gegend zu einem Wasserwesen. Ja? Wandere ich ein bisschen ohne Ziel. Dann wechsle ich zu dem Element Erde. Und ich spüre und sehe diese Stille, diese Erde, die Mineralien, die Steine. Ich spüre meine eigenen Knochen. Ich spüre das Element Erde in mir und ich wandere es um. Ich bin Erde. Ich bin in der Hingabe durch den Herz zu diesem Element. Es entfaltet. Dann mache ich dasselbe mit Luft. Wettersysteme. Ich schaue, was geht. Hey Wetter, was machst du da heute? Ja? Und diese Luft, die Leichtigkeit, die verschiedenen Qualitäten des Lufts, fließt durch mich durch, es bereinigt. So das Luft fließt und es reinigt mich. Es lässt meine Sorgen los hinter mir. Es ist ein Reinigungsritual in sich. Ich gehe und ich lasse der Luft und Wind meine Krankheiten, meine Müdigkeit, meine Ablenkungen, meine Blockaden lösen. Ja? In die Hingabe. Und dasselbe mit Feuer. Der Sonne, der Wärme, der Stoffwechsel. Und dann fange ich an mit, in diesem Prozess, in dieser Art Gehen in der Natur, zu sagen, in dem Gebet, hey, hier ist Frühling. Die Frühlingskraft kommt durch die Knospen. Wir sehen, wie das rauskommt, oder? Und es wird hellgrün. Und es kommt durch das Vogelverhalten, durch die Tiere. Ja, ich bin auch Natur. So Frühlingskraft, eine Kraft, die durch das alles schießt, fließt durch mich auch. Komme, Frühlingskraft, bringe deine Kraft, schieße durch mich auch. Ja? So diese Hingabe durch die Fußsohlen, durch mein Sein. Und das ist ein Poem, es ist ein Gedicht, es ist eine Kunst. Mhm. Ja? Und wir sind getragen in ein größeres System. Ja, ich habe von einer lieben Freundin mal, die erzählt mir eigentlich immer wieder, sie hat eine Depression, die sie hatte, die hat sie sich eigentlich über Jahre hinweg weggelaufen. Ne? Die ist immer viel
in die Berge gegangen, im Wald spazieren gegangen und so weiter und so fort. Also die hat das so auch für sich gelöst. Ne? Also das bestätigt genau das, was du so sagst. Unbedingt, unbedingt. Die hat das natürlich nicht bewusst gemacht mit diesen vier Elementen, sondern die ist einfach gelaufen und hat eben die Qualitäten der Natur, der Elemente genutzt, unbewusst, um sich zu befreien. Unbedingt. Unsere Vorfahren haben nicht jahrelang Zeit, zu einem Therapie zu gehen und alles zu besprechen. Nichts gegen Therapien. Therapien sind genial. Gibt wahrscheinlich ja. Das Angebot auch gar nicht. Ne? Aber wir haben es nicht gehabt. Ja. Aber dafür, die haben Natur, die haben Bewegung. Die mussten ja. Raus wieder im Wald, um Wasser zu holen, um auf der Acker zu arbeiten, ja? um Pilze zu sammeln. Die mussten. Also, und durch das Gehens, die haben natürlich an ihre Sorgen gedacht, aber die Gehirnhälften konnten sich wieder synchronisieren durch die Augenbewegungen. Die schauen rauf, runter, nicht starren in einem Box, sondern die bewegen sich. Und Forschungen gibt es jetzt mit ADHD, der zeigt eben, durch Gehen in der Natur, das beruhigt auf alle Ebenen. Ich habe einen Kurs entwickelt, Somatic Restoration Therapy. Es ist eine Art Therapie der integrierten Natur und auch ganzheitlich sehr konkrete Schritte, wo wir eben Heilung vom Trauma, vom chronischen Schmerzen und Krankheiten erfahren können, unterstützen können durch die Natur. Mhm. Ja, es funktioniert. Ja, ja, ganz bestimmt. Also sind da auch dann, wenn du sagst, du hast einen Kurs entwickelt, ist das online oder ist das? Das ist ein Online-Kurs. Eine tiefgreifende Kurs, was online ist. Es gibt eine Community, man kann Fragen stellen und so weiter auch. Mhm. Aber das geht in die Tiefe mit sehr konkreten Aufgaben. Plan. Ja, genau. Okay. Was man machen kann, so man kann auf seinem eigenen Tempo lernen. Mhm. Und es tut gut, die Meditationen zu hören, aber Einweisungen für konkrete Schritte, weil wir haben diese Ältesten nicht, die uns jetzt zeigen, mach das oder schaue, was ich mache. Und so, wir bringen es auf diese Medium, die heutzutage auch da ist. Ja, klar. Also in unserer Welt, in unserer Kultur, genau. Ja. Ist da auch eben dann so ein Teil dabei, wo die Seminarteilnehmer oder Online-Webinar-Teilnehmer, dass die dann in den Wald zu gehen haben und solche Erfahrungen zu machen? Unbedingt. Es ist das Ziel, die lernen, einen Sitzplatz zu haben, wo die richtig sicher und wohl fühlen. Okay. Ja, und für die, die in der Stadt wohnen, die lernen, sichere Räume zu haben in den Großstadt. Die lernen auch, Räume zu kreieren, der Natur wahrzunehmen in den Stadt auch. Gibt's auch. Also es gibt keine Ausrede so nach dem Motto, ich lebe in einer Großstadt, ich habe die Möglichkeit nicht, mein nächster Wald ist, weiß ich nicht, wie viele Kilometer entfernt. Wir sind ständig mit Inputs bombardiert. Ja. Ja? Auch künstliche Inputs in dem Sinn. Aber da sind auch Naturrhythmen, auch in der Großstadt. Und so, wenn man in einer Großstadt lebt, gibt die Hoffnung nicht auf. Die Geräusche, die Wettersysteme, der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, die haben magische Qualitäten. Mhm. Wenn man diese eine Minute vor dem Sonnenaufgang, den Aufgang selber und eine Minute danach, das ist ein Fenster. Und wenn man das betrachtet, wenn man es wahrnimmt, du atmest es ein, du gibst deinen Fokus dahin, mit diesem Herz, es beruhigt, es tut was, es heilt in sich. Das sind Mini-Räume, versteckte Räume, die die Natur hat, die indigene Völker benutzen für Heilung. Und die nützen nur das, was funktioniert, um zu überleben, oder? So, dieses Wissen hat sich bewahrt. Mhm. Und es ist diese Sehnsucht, dieser Hunger, die wir haben, wieder im Einklang zu kommen, die so wichtig ist, dass wir das finden. Es ist wie ein 3D-Bild. Kennst du den, wo du siehst eigentlich gar nichts und du schaust lang genug und dann plötzlich boom, das entsteht, oder? Und so ist es ähnlich. Wenn wir mit den richtigen Augen, mit Native Eyes, die Welt anschauen, betrachten, wahrnehmen und vom Schauen von hier, ja, dann
es öffnet und die Natur sieht, dass es gesehen wird und ein Austausch findet statt mit uns. Und das ist so was, was genial ist. Wir kommen da im Wald und wenn wir wirklich sehen, dann die Natur, die Präsenz da, die Tiere, der Vogel, die Hütten des Waldes spüren, dass sie angeschaut, berührt werden. Und die kommunizieren auch mit uns. Es kommt ein Austausch. Es kommt, ich habe Studenten, die eine Eichel gekoppt haben, die kommt runter von dem Baum und sitzt direkt auf dem Schoß. Eine Student sogar hat ein Reh, die in dem Morgen sitzen, am Sitzplatz, eine kleine Rehkitz, der gekommen ist und gesessen direkt vor sich. Ja? Eine liebe Freundin hat mir mal erzählt, sie war in den Schweizer Bergen wandern und auch alleine, ne, und beschäftigt sich auch sehr viel mit Bewusstsein und kam da auch in die Stille und war meditativ unterwegs und es kam ein Murmeltier. Und das Murmeltier, das saß bei ihr, ich glaube, also sie hat sogar gefilmt und ist ihr an den Beinen sogar hochgeklettert, was völlig untypisch ist für Murmeltiere. Und das war so außergewöhnlich anzuschauen, auch für sie so berührend. Ne? Ja, mhm. Und es ist, weil eben wenn wir im Einklang kommen mit der Natur, wenn wir das Bewusstsein haben, der tiefer ist, ja, der größer ist, dann sind wir nicht Außerirdische, sind wir nicht die Bedrohung im, ja, Wald. Ja. Und ja, da ist eine Heilung von einem Misstrauen, aber wir sind nicht mehr die Bedrohung, der komplette Außerirdische, sondern die akzeptieren uns viel leichter. Die Alarmrufe werden nicht sofort aktiviert bei den Vögeln, mhm, und so weiter. Mhm. Und ich habe Erlebnisse, das willst du nicht glauben, wenn ich in den Ritualraum hineinsinke, in eine Visionssuche komme und ein Luchs kommt in meinem Kreis mit mir mit, oder ein Adler oder ein Uhu kommt und landet auf der Spitzhütte oder auf mein Auto vor mir drauf. Ja? Und schaut mich in die Augen an. Und in diesem Blick mit einem Adler von so weit weg, ist es wie wenn da keine Zeitgefühl ist. Ja. Das wäre Ewigkeit, glaube ich, entstehen. Ja. Ja. Und dass so ein Austausch, der stattfindet. Und die sind Erlebnisse, die gehören zu unserem Geburtsrecht. Ja, es ist nicht, oh, es ist nur für jemanden, der sitzt da oben auf der Gipfel jahrelang. Es gehört zu uns. Und die Natur hat diesen Austausch untereinander und will auch mit uns austauschen. Aber die Schwingung, die Frequenz, der Bewusstsein ist so ganz anders, sodass, dass die können nicht anfangen mit dem. Ja? So aus alle, aus kreativer Ausdruck der Mutter Erde, inklusive wir lernen uns hinzugeben zu einem größeren Lied. Mhm. Ja? Durch die Elementen. Durch die Haltung, durch die Hingabe, durch die Liebe. Slow down. Ja? Langsamer werden. Zum Erdzeit. Mhm. Ja? Du siehst mich wieder tief beeindruckt und tief berührt. Vielen Dank wieder. Wir sind leider schon wieder am Ende des Gesprächs angekommen. Ich könnte mit dir noch stundenlang sprechen und vor allen Dingen würden mich deine Erlebnisse interessieren, die noch genauer zu erfahren, was du alles schon in dieser Verbindung mit der Natur erlebt hast. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir ein bisschen Inspiration gegeben haben, mal einen Waldspaziergang zu machen, alleine und genau mit diesem Bewusstsein, von dem du gesprochen hast, dass möglichst viele von unseren Zuschauern diese schönen Erfahrungen für sich machen können und auch genesen können für sich selbst. Ja. 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 Ich danke dir wieder mal für diese Inspiration und für diese für diesen wertvollen Beitrag. Ich freue mich immer wieder auf unsere nächsten Gespräche, auf unseren nächsten Austausch und sage für den Moment auf Wiederschauen. Danke. Danke. Auch Ihnen, liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder da waren. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Inputs mitbekommen, wertvolle Inspirationen und Sie machen sich vielleicht heute gleich auf den Weg in die Natur oder finden einen Kraftplatz, wenn Sie in der Großstadt zu Hause sind und haben ähnlich wertvolle Erfahrungen. Ich habe noch vergessen, ich wollte noch kurz wissen,
Von wem oder wo findet man denn nähere Informationen, wenn sich die Menschen interessieren für das, was du anbietest? Ja, wenn du angesprochen fühlst, wenn du spürst eine Resonanz mit das, was ich sage, gerne komm auf meine Webpage, darylcombs.com. In unserer Akademie findest du tiefere Wege live in einer Ausbildungsreihe, die geht über 2 Jahre, wo wir begleiten einander in der Tiefe im Einklang mit der Natur, wo wir auch Online-Kurse haben, kleinen, größeren, für Heilung, für den Einklang und lernen so tief zuzuhören, ja, zu der Natur. Wir haben auch ein Membership, eine App, wo wir geführte Meditationen haben, wo wir in diese Gebete, Erd, Spiritualität und Gebete forschen könnten. Und es ist eine geniale Sache. Das war jetzt noch ganz wichtig. Vielen Dank für die Ergänzung. Und ich sage jetzt nochmal Tschüss zu dir und auch auf Wiederschauen zu Ihnen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Und ja, bleiben Sie inzwischen achtsam und bleiben Sie liebevoll zu sich selbst und im Einklang, im Idealfall mit der Natur. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.